Hey, hallo, da bist du ja. Ich bin's, Christian. Hau ruck. Hallo, Kikaninchen. Hallo, Christian. Dippe, dippe, dapp. Du hast ein Geschichtenkissen dabei. Dann hast du bestimmt Lust auf eine Geschichte, hm? Na klar. Also, welche Geschichte möchtest du hören? Eine Geschichte mit einem Krokodil. Und einem Affen. Und einem Elefanten. Und einer Giraffe. Geht das? Klar geht das. Wir denken uns einfach eine Geschichte aus. Also, in Afrika lebt ein kleines Krokodil. Das spielt am liebsten Verstecken mit seinen drei Freunden. Die drei Freunde sind... Der Affe, ein Elefant und die Giraffe. Mhm. Die Freunde spielen also Verstecken. Kann ich auch mitspielen? Na klar. Und du darfst auch mitspielen, wenn du willst. Der Affe muss suchen und wir suchen mit. Zuerst schließt der Affe die Augen und die anderen Tiere verstecken sich. Der Affe ruft, ich komme. Zuerst kommt der Affe zu einem Baum. Wer versteckt sich denn da? Ist das vielleicht das Krokodil? Nein, der Elefant. Der Affe hat den Elefanten gefunden. Und weiter geht die Suche. Wer versteckt sich denn da im Busch? Denkt der Affe. Ist das vielleicht der Löwe? Nein, das ist doch die Giraffe. Stimmt. Wer fehlt noch? Das Krokodil. Der Affe sucht und sucht. Und sucht, aber er kann das Krokodil nicht finden. Weißt du, wo sich das Krokodil versteckt? Vielleicht in einem Boot. Genau. Das Krokodil versteckt sich in einem Ruderboot am Fluss. Weil das Boot so schön schaukelt, schläft das Krokodil bald ein. Das Boot ist aber nicht angebunden und treibt den Fluss hinunter. Oh oh. Als das Krokodil wieder aufwacht, weiß es nicht, wo es ist. Damit es sich nicht fürchtet, singt es ganz laut. La, 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 la. Da kommt eine Flusspferddame vorbei und sagt, ich mag Musik. Sie muss das Krokodil zurückbringen. Sie nimmt also das Krokodil huckepack auf ihren Rücken und paddelt zurück. Die drei Freunde stehen am Ufer und begrüßen das Krokodil. Wo bist du nur gewesen? Das kleine Krokodil erzählt von seinem großen, großen Abenteuer. Als Dankeschön singen alle der Flusspferddame ihre Lieblingslieder vor. Und das sind viele. Das war die Geschichte vom Krokodil, das sich gerne versteckt und gerne Lieder singt. Tschüss, macht's gut. Dibbidibbidab.